SOD ist tot, that game. Alle haben recht gehabt. Ja, es ist tot, ja. Yeah! Phase 6 wird jetzt schon tot gesprochen. Fakt ist, wir haben laut den Logs Cutter eingeholt und das für ein Spiel, das nicht beliebt sein soll? Und jetzt stellt euch mal vor, es kommt Classic Plus, dann werden wir euch alle... Okay, SOD läuft ja irgendwie, aber WoW Classic, das ist doch tot. Es stimmt, dass WoW Classic in den letzten Jahren eine gewisse Spielerermüdung erlebte. Für viele Spieler war der Reiz irgendwann vorbei, weil sie alle alten Inhalte bereits durchgespielt und viele Nostalgiegefühle bereits ausgekostet hatten. Doch tot ist das Spiel auf keinen Fall und es hat immer noch eine engagierte, wenn auch kleinere Community. Season of Discovery setzt neue Impulse, es bringt frischen Wind in die Klassik-Szene und hat die Spielerbasis vergrößert. Zumindest temporär. Wo sind die Herausforderungen? Die Herausforderung wird darin bestehen, die Balance zu finden. Blizzard darf nicht zu viel ändern, sodass es wie ein neues Spiel wirkt, aber gleichzeitig muss genug frischer Inhalt kommen, um das Interesse aufrechtzuerhalten. Ein weiterer Knackpunkt ist, ob die Änderungen wirklich gut durchdacht sind und nicht nur aufgewärmt wirken. Es könnte schwierig sein, alle Klassikspieler zufriedenzustellen, insbesondere in einem klassischen Spiel, in dem es viele feste, verankerte Meta-Builds und Erwartungen gibt. Season of Discovery ist definitiv ein interessanter Schritt, der WoW Classic neues Leben eingehaucht hat. Wenn Blizzard es schafft, die richtige Balance aus Innovation und Nostalgie zu finden, könnten sie WoW Classic tatsächlich aus einer Nische holen und erneut ein größeres Publikum begeistern. Die nächsten Monate werden zeigen, ob wirklich das Potenzial besteht, langfristig Leben in WoW Classic zu bringen.